Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, ich habe ja beim letzten Mal nicht alle Kommentare gemacht, deswegen machen wir jetzt weiter mit den Kommentaren. Aber ich sehe gerade, das sah eben noch, weil ich so viel scrollen konnte, nach so viel aus, aber so viele Kommentare sind das gar nicht mehr. Ich hätte es eigentlich auch letzte Folge noch machen können. Tut mir leid. Ich hätte vielleicht mal scrollen sollen. So, dann gehen wir mal weiter auf die Kommentare ein. Und zwar wieder, Niv Nope oder Niv Core oder ne, muss mir nochmal sagen, wie man dich richtig nennen soll. Ich habe hier zwei unterschiedliche Namen. Auf dem Handy heißt du anders bei mir, als wenn ich bei meinen YouTube-Kommentaren durchgucke. Ist total verwirrend teilweise. So, aber du hast geschrieben, erstmal vier unter Folge 7, 34 Minuten und 20 Sekunden. Das lässt sich anhand des Geburtstages nicht wirklich errechnen. Da ja Kinder, in Klammern Erzähler-KI-Einstellung, schneller wachsen, altern, als Erwachsene. Standardmäßig viermal so schnell. Moment, das kann die die Erzähler-KI-Einstellung gibt das an? Wie schnell die Kinder wachsen? Echt? Das wusste ich auch noch nicht, dass man das da einstellen kann. So. Dann ein Kommentar von Frankante. Ich so voll. Dann solltest du vielleicht weniger trinken. Dann bist du nicht mehr so voll, außer du willst so voll sein. Ich will das nicht verurteilen. Solange es keinen stört und du dich und niemanden sonst damit gefährdet. So, dann kommen wir wieder zu Dinom. Dinom hat geschrieben, pflanz doch bitte an der Hauswand, wo noch Platz ist, ein paar Blumen an. Die olle Erde dort finde ich langweilig. Ja, das wollte ich eigentlich sowieso machen, aber eigentlich noch nicht jetzt. So, dann machen wir mal die Straßen was kleiner. Hier muss ich ja sowieso die Straßen irgendwann rausnehmen. Deswegen können wir sie auch ganz wegmachen. Okay. So. Zone erweitern. Dann haben wir einmal hier. Hier machen wir schöne Tagelilie hin. Hier machen wir mal schöne Rosen hin. So, hier machen wir Plumera hin. Hier machen wir schöne Neutro-Deko-Flowers hin. Wäre doch lustig, wenn wir hier auch Tinctoria anpflanzen würden. Dann haben wir hier noch ein Einerfeld. Hier machen wir schön die Gartenrosen hin. Dann machen wir hier die Garten-Dailies hin. Hier den Baum finde ich eigentlich ganz cool, den lassen wir. So, dann haben wir hier noch den Dreier. Dann machen wir... Haben wir noch was Besseres? Was man hier anpflanzen könnte... Ja, sonst machen wir hier da Tagelilies hin. Und hier Löwenzahn. So, dann haben wir das auch. Weiter im Text. Wieder die Norm. Die Gasse ist cool. Generell coole Wege. Danke, danke.
Ich versuche ja ein bisschen Abwechslung immer wieder reinzubringen. So, hier haben wir die Beleuchtung, die Laterne. Ich muss mal gucken, ich hatte ja mal einen Laternenmod. Hallo? Aber ich weiß nicht mehr, welcher Mod das war, der die Laternen hinzugefügt hatte. Hätte ich aber gern wieder. Also so, das waren dann richtige Laternen. So. Götterfunke hat geschrieben, der verstorbene Kolonist war Uranyl. Danke dir. Das habe ich dann ja selber nochmal rausgesucht. So, Ray und 0815 Michi. Ich habe es mir gemerkt. Moment, Nikolai hatte die ganze Zeit kein Bett. Oh Gott. Weiter im Text. Nayada hat geschrieben, ich finde deine Prioritäten beim Forschen immer super. Lampen sind mega wichtig und so weiter. Mach weiter so. So, dann hat Nayada geschrieben, oh, eine Kritik von Nayada. Ein Arzt mit 13er Fähigkeit und Doppelflammen nicht wenigstens versuchen zu rekrutieren, das geht mir nicht in den Sinn. In Klammern, du spielst Rimworld hoffentlich zum ersten Mal. Klammer zu. 10.000 Tiere, aber nicht zum Essen, kann ich verstehen. Lieber verhungern als Lämmer und Küken zu schlachten. Oh, die Folge hat sogar ein Dislike bekommen. Da hat wohl einer dir zugestimmt, wenn du es nicht sogar selber warst. Also, ich habe mir das dann nochmal genau angeguckt, weil ein Arzt mit doppelter Fähigkeit, Doppelflammen und 13 nicht zu rekrutieren. Das muss einen Grund gegeben haben, warum ich das nicht gemacht habe. Und ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Und ich kann dir genau sagen, was das war. Die Person war hier. Oder hier, die war irgendwo, ja, war glaube ich hier. Hier unten war die irgendwo. Und was ich gemacht habe, ich habe die Person angeklickt, habe mir die angeguckt und habe dann einen geschickt. Ja, dann können wir den wenigstens noch ausziehen. So, du unterstellst mir jetzt da, glaube ich, wenig Erfahrung mit dem Umgang, dass man das nicht gemacht hat. Also so schließe ich zumindest den Kommentar, du spielst hoffentlich zum ersten Mal. Oder wolltest du mich ärgern, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, die Person war alt, hatte Asthma und hatte nur noch 2 Stunden als Daniel. Ich glaube, es war Daniel, ich weiß nicht mehr genau, wen ich runtergeschickt habe. Aber Daniel würde am meisten Sinn machen, weil Daniel ist mein bester Mediziner. So, Daniel hätte aber in 2 Stunden nicht geschafft, den zu verarzten. Das brauche ich nicht versuchen, das weiß ich, dass das nicht klappt. Aus der Erfahrung her. Ich hätte ihn aber retten können. Ich habe einen Fehler gemacht. Mein Fehler war, dass ich nicht 0815 Michi geschickt habe. Oder... Vielleicht habe ich auch 0815 Michi geschickt. Doch was ich nicht auf den Schirm hatte zu der Zeit, wo ich mir auch nicht sicher war, war die unnatürliche Heilung. Damit, wenn er rechtzeitig da gewesen wäre, hätte ich ihn auf jeden Fall heilen können, dann wäre er stabilisiert. Das Ding ist, das habe ich nicht auf dem Schirm, weil mir das noch zu unsicher ist. Das ist mit dem neuen DLC hinzugekommen. Und ja, den neuen DLC spiele ich tatsächlich zum ersten Mal. Also der neue DLC, ich kenne nicht die Auswirkungen, aber hier steht, allerdings können dabei auch unerwartete Nebeneffekte auftauchen. Und wenn ein unerwarteter Nebeneffekt auf einmal ist, dass hier Gegner spawnen, obwohl es mir schon so scheiße geht, dann mache ich das nicht. Ach ja, ich brauche Wärter. Nikolai macht das. Ich mache erstmal alle Wärter, damit es halt irgendeiner macht. Am besten einer, der nicht gestresst ist. Pascal ist nicht gestresst. So, unterdrücken. So, dazu kommt, der hatte zwar die Doppelflammen, aber die 13er-Fähigkeit. Ja, das ist gut. Das Problem, was ich da nur sehe, weil ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht mit Leuten, die alt sind und Asthma haben.
Das sind nur Lückenbüßer, ne? Das heißt, klar hätte mir der da geholfen, bestimmt, aber am Ende kostet der mich mehr, als der mir bringt. Er arbeitet langsamer, doppelt langsamer sogar, wegen dem Asthma. Aber ja, vielleicht hätte er mir geholfen, vielleicht hätte ich es geschafft, aber das waren so meine Gedanken dabei, als ich mir den angeguckt habe. Und deswegen habe ich den halt ausgezogen, damit die Klamotten nicht verunreinigt sind. Und habe den nicht versucht zu dingsen. Aber wenn du sagst, hey, das war trotzdem Kacke, du sollst sie retten, dann kannst du einfach sagen, hey, mach das doch jetzt so, dass egal wer kommt, das hat Dinom schon mal gemacht in der Staffel, egal wer da kommt, ob Gegner oder, weil der war ja kein Verbündeter, das war ja auch ein Feind. Das heißt, ich hätte noch ein Gefängnis wieder einrichten müssen. Das ist immer nervig. Das heißt, du kannst ja dann einfach sagen, wenn du das willst, dass ich das mache, hey, tu doch einfach jeden, der jetzt kommt, versuchen zu rekrutieren, egal ob verbündet oder gefangen. Oder du sagst, hey, dass jemand, jeden mit Doppelflamme tust du auf jeden Fall rekrutieren. Das können wir ja machen. Wenn ihr das wollt, mache ich das. Ich fand's für mich da einfach nur nicht sinnvoll. Und hab dir ja jetzt meine Begründung damit gegeben. Aber wenn du das anders siehst, dann kannst du gerne ja nochmal deine Meinung offen reinschreiben. Ich habe halt in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, wegen dieser unnatürlichen Heilung. Das habe ich erst, als ich das dann nochmal angeguckt habe, bin ich darauf gekommen. Weil mit reiner Medizin hätte ich den gar nicht retten können. Dafür hatte ich keinen, der gut genug in Medizin ist. Vor allem durch Stabilisieren nutzen die ja auch keine Kräutermedizin oder Medizin, sondern die machen das ohne irgendwie Hilfsmittel. Aber gut, machen wir weiter im Text. Sada hat geschrieben, wenn sie durchdrehen, am besten kurz einsperren, Sicherheitsverwahrung sozusagen. Das habe ich mal gemacht, das habe ich einmal gemacht. Und was dann passiert ist, da ist jemand durchgedreht, dann habe ich wen genommen und habe gesagt, hier inhaftieren, dann war der nicht mehr Teil der Kolonie. Dann musste ich den erstmal wieder rekrutieren. Dann war der hier weg und war dann ein normaler Gefangener. Und ich musste den erst dann wieder hier per Gefangenenmenü rekrutieren. Deswegen habe ich das nie wieder gemacht. Ah, schade. Ich habe ja gehofft, dass JD bleibt, aber gut. Ich hätte auch lieber ein Kind, das wir selber bekommen, ne? Hier, Pascal oder Nikolai. Hier, oh, Daniel auch. Wir brauchen Männer. Wir brauchen Männer. So, das soll nochmal weggerissen werden. Ja, ja, sehe ich. Sehe ich warum. Dann machen wir hier Nikolai rein. Tschüss, JD. War schön mit euch. So. Ein Kommentar wieder von Max Mustermann oder nur Max. Das Feuer war ja mal heavy, aber sei froh, dass du nicht im Dschungel spielst. Mir ist da regelmäßig wirklich alles weggebrannt und meine Leute haben Schiss vor Feuer und sind leicht entflammbar. Oh, Vampire? Was spielst du mit Vampiren? Ja, das im Dschungel ist das schon krass. Das Krasse ist ja bei den Alpha-Bioms. Meinst du normalen Dschungel oder Alpha-Biom-Dschungel? Das ist jetzt die Frage, ne? Also ich habe ja auch mal eine ganz kurze Dschungelstaffel habe ich ja, weil dann kam ja der Mechanitor DLC raus. Und da bin ich ja in dem spinnenverseuchten Dschungel gewesen. Aber ich hatte bis, das war jetzt, hier der Brand war das allererste Mal, wahrscheinlich wegen dem erzwungenen Wetter.
Weil der das Wetter nicht verändert. Ach, Pascal macht das immer noch. Okay, hat aber aufgehört. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Es ging um den spinnenverseuchten Dschungel. Ach so, wegen dem Regen. Ich hatte das immer mit dem Regen, dass Vöbel immer, wenn Feuer ist, so nach ein bisschen immer regnen lässt. Aber wegen dem erzwungenen Wetter hat das, glaube ich, diesmal nicht geklappt. Weil das Wetter ändert sich ja nicht bei erzwungenem Wetter. Was ist das überhaupt für eine Wetterlage, die ich hier kriege? Es ist... Hallo? Es ist weder warm noch kalt, es ist einfach ein bisschen dunkel. Quest aktiv. JDs Rettung? Hä? Aber JD ist doch gerade erst gegangen. Das heißt, die Flüchtlinge, die gegangen sind, wurden danach direkt überfallen. Sir wurde wahrscheinlich gekillt. Und JD hat überlegt und wurde jetzt gefangen genommen. Zwei Geschütztürme, eine unbekannte Bedrohung, ein Mörser, zwei Ödländer. Ist auch ein Zwei-Sterne-Quest. Sorry, JD, aber das kann ich mir nicht leisten. Das mache ich nicht. Ah, die nächsten Lampen sind durch. Es fehlt, glaube ich, an Stahl, ne? Ist ja in Auftrag gegeben. Nur Bergbau ist im Moment etwa sowas nach hinten gekommen. Gut, machen wir weiter im Text. Ach so, jetzt kam der Kommentar für von Sada. Ich guck mal, war das jetzt? Den habe ich ja bei der letzten Folge schon vorgelesen, weil der genau dann gekommen ist. Okay, ist durch. So, noch 4 Stunden braucht die letzte Folge. Das heißt, die Folge ist doch pünktlich gekommen. Noch 4 Stunden zum Bearbeiten. Okay. Dann hat sich am Rhythmus ja nichts verändert. Noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass nächstes Mal beim Aufnehmen, weil dann kommt die Doppelfolge, dass dann der Rhythmus sich um einen Tag verschiebt, sodass der wieder richtig im Rhythmus ist. Oh, und der Billions, die hat angefangen. Da habe ich schon sehr viel vorproduziert. Keine Ahnung, ob euch das interessiert. Das hatte ich ja schon mal gespielt, da fand ich das, als noch im Early Access war, oder als es ganz am Anfang das erste Mal, wo man es noch spielen konnte, fand ich das nicht so gut. Aber jetzt, wo es so eine Story hat, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Aber ich spiele natürlich auf easy, weil ich bin ja Noob, ne? Nur damit ihr da keine Hoffnungen habt. So. Erwachsene Schafe werden hingerichtet. Dafür haben wir ja die Mufflons für die Wolle. Also ich bin mir eigentlich immer noch ziemlich sicher, das ist ja eine Debatte. Da wurde mir auf den Kommentaren hingewiesen, dass ich da mal falsch war. Ich war schon immer davon überzeugt, dass Mufflons Wolle und Milch produziert haben.
Deswegen waren die immer für mich die eierlegende Wollmilchsau, die Mouflons, und wollte die immer haben, bis irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wer das von euch war, gesagt hat, hä, Mouflons produzieren doch nur Wolle. Und seitdem produzieren die auch nur Wolle. Ihr seid schuld, weil ihr das geschrieben habt. Die haben immer Milch produziert. Ich bin mir sicher, dass die Milch produziert haben. Keine Ahnung, wie lange das her ist, dass die es nicht mehr hatten. Die haben doch mal Milch produziert. Ich kann mich doch nicht so irren. Oder doch? Damals konnten Wags auch noch gut trainieren und Sachen transportieren. Geht ja jetzt auch nicht mehr. Also die Möglichkeit besteht, dass die was geändert haben. Honig. Okay. Wir brauchen neue Leute. Okay, naja, da würde ich sagen, ich hätte ja neue Leute jetzt haben können. Es kommt davon, wenn man nicht arbeitet. Okay, Nikolai ist übergeschnappt. Haben wir hier mittlerweile zu? Noch nicht. Auch noch nicht. Pascal, dir geht's gerade gut, ne? Könntest du vielleicht gerade mal die hier zumachen, damit der schon mal safe ist? Übersinnliche Beruhigung, das ist schon mal gut. Weiblich, betrifft alle drei. So. Pascal, wie geht's dir? Ganz gut. Kümmerst du dich dann nochmal um Unterdrückung? Automatische Unterdrückung ist an. So. Was? Pascal, was ist los? Oh nein! Oh nein! Was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott! Pascal bemerkt Aktivitäten im verzerrten Obelisken im Inneren des Obelisks. Wurde ein Mechanismus, ich pausiere mal gerade, ein Mechanismus in Gang gesetzt, der Pascal verschwinden lässt. Bald ist sie ganz verschwunden. Ach du Scheiße. Pascal wurde in einen seltsamen Raum teleportiert. Die Wände bestehen aus einem undefinierbaren grauen Material und die Luft scheint totenstill zu sein. Sie weiß nicht, wo sie ist und wie sie wieder nach Hause kommt. Eine Tür ist in der Nähe versperrt, scheint aber mit etwas Kraftaufwand öffnen zu lassen. Rechtsklick auf versperrte Tür, um sie zu öffnen. Andere Kolonisten können den Obelisken studieren, um zu verstehen, was mit Pascal passiert und einen Weg finden, ihm zu helfen. Alternativ kann der Obelisk auch angegriffen werden, damit er weitere Kolonisten entführt. Okay, Daniel, kannst du den so lang... Nikolai, kannst du... Ah, der ist durchgedreht. Guck mal, kannst du den, Daniel, kannst du den so lang studieren? Während Pascal jetzt hier mal die Türen öffnet. Okay, das dauert ja ewig. Das sind bestimmt irgendwo Gegner hinter. Hoffen wir mal, ich habe Glück und öffne die richtige Tür. Okay. Wie viel Leben hat die? Wahrscheinlich viel zu viel. Okay, Nikolais Visionen haben aufgehört.
Boah, es dauert eher ewig, diese Türen aufzubrechen. Jetzt haben wir natürlich kein Essen, kein Trinken, kein gar nichts für Pascal. Scheiße. Hier ist ein Geist. Hier hinter ist ein Raum. Hier geht's vielleicht damit zusammen. Huch. Die Türe war offen. Die muss ich aufbrechen. Muss gewaltsam. Okay, das scheint auch ein größeres Gebiet zu sein. Wenn ich Glück habe, finde ich irgendwie was zu essen. Ein toter Grizzlybär. Wir gehen erstmal immer weiter nach unten. Das ist jetzt so der Weg, das ist der Plan. Hinter ist ein Raum. Hier ist wieder eine endlose Grube. Okay, kannst du erstmal was trinken, was essen und dann dich schlafen legen? Okay, er unterdrückt jetzt den erstmal. Sehr gut, wenn er den auch studieren würde. Okay, wenn du die baust, dann bau dir auch bitte alle, ne? Ein Schlürfer nähert sich, das gibt's doch nicht. Ja gut, aber wenn ich den ignoriere, dann macht er ja nichts, ne? So, Nikolai ist gestresst, erholt sich. Keine Hygiene, keine Entspannung. Müssen weiter. So, während er den unterdrückt, kannst du den bitte studieren? Wir müssen rausfinden. Ach, das ist der Verzerrte. Es gab den Korrupten und das ist der Verzerrte. Elefanten, okay. Kann ich vielleicht zu meinem Vorteil nutzen? Wenn da jetzt Gegner kommen, verstecke ich mich hinter den Elefanten. Okay, Pascal ist durchgedreht. Ja, wenn ich ihn angreife, kommen halt noch mehr Leute rein, ne? So, Daniel, wie geht's dir? Okay, du musst erstmal was trinken und dich wieder auf Vordermann bringen. Vielleicht war hier der Ausgang. Endlose Grube. Hier ist auch eine. Okay, Pascal versteckt sich nicht länger im Raum, muss aber unbedingt sich erholen. Wir haben keine Hygiene für ihn. Er hat noch was zu trinken, aber er hat nichts mehr zu essen. Und die Elefanten kann er nicht platt machen. Das heißt, wir müssen unbedingt Essen finden. Oh, jetzt muss er wieder von vorne anfangen, die aufzubrechen. So, wie sieht's bei dir aus? Du musst was essen und dann kann's losgehen. Du unterdrückst den mal. Wenn Daniel durch ist,
Wenn Daniel durch ist, dann kann er erstmal wieder studieren. Komm, reicht. Schnell waschen, trinken, kacken, essen. Wobei Entspannung wäre auch nicht schlecht. Okay, wir haben was zu essen bekommen. Sehr gut. Wir haben zwei Türen, die nach unten führen. Hier ist nochmal eine Dings. Wir gehen erstmal durch die Tür. Jetzt gehen wir durch die Tür. Neue Entität. Den Monolithen einstimmen. Sekunde, pausieren. Du hast genug Wissen und über Phänomene der Leere gesammelt, um den Monolithen der Leere einzustimmen und seinen psychischen Kanal weiter zu öffnen. Dies wird noch gefährlicher Anomalitäten entdecken. Das machen wir noch nicht. Neue Forschung verfügbar. Ja, wir haben da die Fleischbestie. Ich breche mal diese Tür auf. Gegen den will ich nicht kämpfen. Okay, er wird weiter studiert. Wir müssen ja immer noch den Ausgang finden. Okay. Ja, ich musste sicher gehen, dass nicht hier vielleicht doch noch ein Weg runter oder so geht. Die muss aufgebrochen werden. Okay, dann kannst du noch mal was anderes machen. Er schläft jetzt in der Kacke. Die Entspannung ist halt überhaupt nicht da. Er will weiter schlafen. Dann geht nicht. Ich dachte vielleicht, er will was essen. Gibt es sonst noch was dabei? Einfache Mahlzeiten haben die noch dabei. Okay. Öffne Kiste. Öffne Kiste. Die rüsten wir mal aus. Den heben wir mal auf. Kann ich den aktivieren? Ist das der Ausgang? Geil. Zurückgekehrt. Pascal hat einen großen Obelisken gefunden. Dieses Objekt sieht fast genauso aus wie der, der dich hergebracht hat. Vielleicht kann er aktiviert werden, um Pascal nach Hause zu bringen. Haben wir gemacht. So. Der surrende Obelisk hat den entführten Kolonisten zurückgebracht. Kurz darauf löste er sich in Luft auf. Sei vorsichtig, der Obelisk könnte auch andere Kreaturen zurückgebracht haben. Ja, das Fleischding. Wieso willst du hier unten dein Inventar entladen? Das machen wir schön hier. Gehen hier schön rein. Entladen dann hier die Biomutationslanze. Und den hier. So, was macht der Psycho-Dingens? Ein antikes Gerät, das eine beruhigende übersinnliches Feld um sich herum projiziert. Verbessert die Stimmung bei jedem in der Nähe. Funktioniert durch Wände hindurch. Perfekt. Also verbesserte Stimmung, das können wir im Moment tatsächlich gut gebrauchen.
platzen wir mal hier hin. Oder haben wir eine bessere Ecke dafür? Der muss halt nicht so tief stehen, ne? Komm, wir setzen ihn mal hier hin. Und verbesserte Stimmung ist ja im Moment extrem wichtig. Das heißt, die Elefanten sind auch raus. Die Fleischentität müsste aber auch raus sein. Ja, hier ist die. Ich würde den gern fangen. Ich habe keinen Fernkämpfer mehr. Doch, Nikolai. Guck mal, wir haben sogar die Dings mit. Hä, wo ist die Fleischentität? Ah, da. Der Fingerstachel. Okay, der ist schnell. Schneller als erwartet. Nico, Daniel, wo bleibst du? Nikolai braucht Hilfe. Alter, der ist heftig. So, den einmal einfangen. So, Pascal, kannst du verarzten? Während Daniel sich um das Viech kümmert. Jetzt kommt der Kapselabsturz. Einmal bitte retten. Wie sieht's aus? Ja, wird gerettet. 14 Tiere. Hygienisch, blutrünstig, hübsch. 45. Ah, Stichnarbe. Oh, Zielnarbe, Stichnarbe. Naja, mal gucken. Wir haben halt sehr viele Tiere. Deswegen würde der uns sehr viel abnehmen, wenn er sich uns anschließt. Würde aber auch die Arbeit stark verringern. Weil hier die Effizienz... Dreimal wird hier Effizienz verringert. Ach, guck mal, sogar am Kopf. Hm. Aber er muss sich auch nur um Tiere kümmern. Das ist ja nicht so... So, die Schneiderei wäre ready. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.